So, und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge bei Outnauts. Ich habe mal wieder ein bisschen vorgearbeitet, habe einmal ein paar Forschungen abgeschlossen. Zudem habe ich hier mal das Stromnetz, beziehungsweise, wie heißt es, wie Laschenzug? Nein, nicht Laschenzug. Flaschenzug. Zugnetz ausgebaut, damit wir jetzt hier auch das Wasserrad drin haben. Haben jetzt insgesamt 250 Einheiten Strom auf dem Netz und brauchen nur 100. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier schön viel Strom. Dann habe ich einmal ein bisschen Forschung weitergebracht. Dann habe ich hier zwei weitere Häuser hingeklatscht. Habe hier ein bisschen die Nahrungsproduktion dafür aufgestockt. Dann ein bisschen Roboter wieder optimiert hingesetzt. Zudem habe ich noch was gemacht, was ich gerade offensichtlich noch sehe. Nein, habe ich nicht. Und somit sage ich mal hier bei der Forschung, haben wir einmal freigeschalten, dass wir hier diese maschinelle Säge auf eine Tischlersäge umbauen können. Und da fehlt uns nur noch die einfache Metallplatte. Und ich glaube, dafür bräuchten wir zweimal Metallerz. Warum kommt da kein Zeug an? Hallo? Metallerz? Was? Lag es jetzt daran, dass ich kein Metallerz nachkam, weil der hier irgendwie sich aufgehangen hat, oder was? Ja, das war jetzt nicht so schön. Bitte bräuchte ich nur ein Erz. Zum Glück ist hier unten schon mal alles voll. Aha, ich brauche zwei Erz. Heißt, ich helfe kurz noch manuell mit, damit hier oben ein paar Spitzhacken liegen, damit wir direkt wieder Metallerz haben. Das ist jetzt wirklich sehr ungünstig gelaufen. So, aber zwei Spitzhacken, dann sollte hier oben auch wieder die Arbeit ansteigen. So, was können wir noch machen? Ach, genau. Forschungen, können wir nochmal reingucken. Wir sehen einmal, dass ich jetzt aktiv die Schafhaltung mache, weil Vlies brauchen wir und da können wir mal gucken, wie wir das genau besser hinbekommen. Dasselbe machen wir danach noch mit Milch, denn für Teig und so werden wir auf jeden Fall auch später für Kuchen Milch benötigen, beziehungsweise Butter. Bei Bekleidung, ja, brauchen wir einfach so an sich, damit wir einfach die neue Stufe zufriedenstellen können. Ja, was anderes geht ja nicht. Und dafür brauchen wir einmal die vier Forschungen noch und die brauchen wir dann später noch, um ja einfach unsere unsere Produktion zu optimieren. Ja, kann man sagen. So. Und jetzt wird hier schön neues Metallerz rangeholt. Denn das brauchen wir auch sehr viel. Holz ist hier alles relativ voll. Was eigentlich nicht so wichtig ist, aber immer schön ist. Somit sehen wir immer, okay, wir produzieren nicht zu wenig. Oder, ja, ist eigentlich der einzige Grund. So, was können wir hier machen? Stimmt, Tontechnik. Da haben wir folgende Rezepte freigeschalten. Ton. Das sollte dann hier bei Essen sein. Ah, komm, Schüssel. Genau, wir können jetzt einmal hier Teller und Tongefäße und Blumentöpfe. Blumentöpfe, weiß nicht genau, für was die gut sein sollen. Aber das werden wir auf jeden Fall noch rauskriegen. Und ja, die Tischlersäge muss jetzt leider gedulden, bis wir das eine Metallerz haben. 4 Erz, das ist teuer. Ah, es ist ja sehr viel Energie draußen. Das ist schon wieder. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt noch mal ein paar Pots mehr. So. Zack, aber. Ah, vielleicht war es einfach nur ein glücklicher Zufall, dass die gerade alle gleichzeitig leer gehen. Oder da gab es ein kleines Problem mit den C-Bots. Heißt, also auf die Ecke noch ein bisschen mehr hinzufügen. Läuft das hier oben wieder? Jawohl, da kommt wieder Metallerz nach. Was benötigen wir noch? Ach stimmt, wir können ja direkt mal schauen, was wir denn noch bauen wollen. Ja. Jetzt schaue ich hier nochmal. Stimmt, das mit dem Schnitt krass wollte ich ja machen. Äh.
Da hole ich mir jetzt einfach einen Roboter. Der soll einfach mal nach hier unten Schnittgras bringen. Denn somit könnten wir auch mal hier mal den ersten Handel machen. Was eigentlich schon sehr lange fällig wäre. Genau. Da habe ich jetzt seit 20 Folgen steht das Ding schon da. 20, oder? Könnt ihr mal gerne nachgucken. Aber ich glaube, so 20 Folgen ist der Bau doch schon her. Schnittgras, dann bis deine Hände voll sind, den Bereich nach hier unten ziehen. Dann bringst du das Ganze hier rein. Ich bin gespannt, was ich mir damit freischalten kann. Aha. Dann bis deine Hände leer sind. Zack und nein. Zack, starten. Das Endlos ist nämlich sehr wichtig. Ah, vielleicht wiederholt sich die Quest automatisch. Damit können wir wirklich automatisch Geld farmen. Oder es ist. Sollte doch schon Geld sein, aber. Da steht nicht dran. Obwohl, ich glaube, da habe ich sehr oft. Artefakte. Ticket, okay. Cool, dann können wir uns hier so Sachen freischalten: Triangel, Gitarren, Kuhglocke. Eine Maultrommel. Sehr. Was ist denn das hier? Ah, cool, können wir auch Hündinnen züchten. 300! Okay, Türme. Gutes Aquarium. Oh, so Laternenpfahle. Das wäre dann auch schon interessant. Was sind das hier? Letzter Anzug. Wolldecke und Faden. Ist, glaube ich, günstig. Verdammt günstig eigentlich. Denn ich brauche Tuch. Ey, den hole ich mir vielleicht. Machen wir den Stufe 3. Die haben wir. 2. Ja, dann können wir den Anzügen geben. Passt doch. Dann haben wir gute Kleidung. Ja, das läuft. Ja, das läuft. Aber jetzt bitte Metallerz. Ich glaube, wir müssen uns einiges herstellen. Ja, müssen wir. Gut. Dann sehen wir mal kurz, bis ich mal die Metallplatte habe. Und dann schauen wir weiter. So, dann hauen wir das Ganze mal zusammen. Metallplatte. Die schmeißen wir dann da oben drauf. Und dann haben wir mal eine richtige Säge. Ah, die Knöpfe sind anscheinend. Nein. Das will jetzt auch. Jetzt muss ich dafür einen Raum einrichten. Oh, überhaupt keine Lust. Ich mag diese Säge nicht so. Nein, das darfst du natürlich auch wieder nicht sein. Da müssen wir die so hinstellen. Ah, die braucht auch noch Boden. Okay, vielleicht hätte ich gedacht, okay, das erspart uns das. Dann holen wir uns einmal Mauer. Haben wir noch Mauer? Nein, wir haben keine Mauer. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tür 1. Nein. Ist immer blöd. Und Tür 2. Jetzt dürfen da erstmal wieder Steine getragen werden. Aber ich darf mir jetzt noch nicht ansehen, was da drin ist. Genau, stimmt. Es ist auch meiner Meinung nach blöd gemacht, dass ich jetzt noch nicht sehen kann, was ich da drauf herstellen kann. Das ist so ein bisschen unlogisch. Aber muss es ja auch nicht sein. Jedes Spiel hat seine eigene Logik. Manchmal kann man sie nachvollziehen, manchmal eher weniger. Aber wenn das Spiel es so möchte, müssen wir als erster auch wenn wir drumherum bauen, um zu sehen, was wir drauf herstellen können. Und ja, dann sehen wir uns, wann ich die Wände darum gebaut habe. So, das kleine Hütle ist jetzt zusammengestellt. Und wir können ein. Oh, das. Danke, das gefällt mir schon eher. Dann sage ich, okay, ich kann es bauen. Ich kriege statt aus einem Brett zwei Pfähler, beziehungsweise aus einem Stamm, kriege ich jetzt drei statt nur zwei. Drei statt nur zwei. Und ich kriege auch einen Holzbalken raus. So, jetzt kommt aber die größere Frage. Okay, ich mache erstmal das hier.
Davon brauche ich nämlich zwei Stück. Dann können wir nämlich hier auch direkt die große Kiste uns ansehen. Obwohl, das machen wir in der nächsten Folge. Heute war nur die Tischlersäge geplant. So, deshalb sage ich mal hier Bretter. Ja, danke. Ich sag mal so, die ist wesentlich schneller. Ich glaube, die maschinelle Säge. So, ist sie schneller und sie ist effizienter. Um 50% ist sie effizienter. Ja, um 50%, oder? Ja, 50, 100 wäre nämlich doppelt so viel. Jetzt haben wir endlich genügend Bretter. Heißt, wir können jetzt sehr viel auf geringstem Raum schnell viel und effizient sägen. So. Und dann würde ich mal sagen, was das mit der Folge Autonauts. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und falls es euch getan hat, auf jeden Fall auch noch ein Abo. Somit werdet ihr auch keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und dann würde ich auch mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.